meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen heute das Tuch Nyla Ice Cream zusammen häkeln. Ist wieder ein super einfaches Tuch. Das Muster reicht von hier bis hier, also auch wieder ganz einfach. Und es wird dann so lange wiederholt, wie eure Bobble ausreicht oder wie euer Tuch groß werden soll. Ich habe mein Tuch so weit gehäkelt bis ins dunkelblaue kommende und habe dann mit den mit diesen Bobbelmaschen aufgehört. Genau, weil ich das ganz schön als Ende fand. Ich hätte bestimmt noch zwei Reihen häkeln können, aber dann hätte ich mit eine Reliefstäbchenreihe aufgehört und das gefällt mir immer nicht so. Deswegen habe ich mit der Bobbelreihe aufgehört. Ja, aber das kann ja jeder so machen, wie er möchte. Ihr müsst bloß wissen, für dieses Tuch habe ich jetzt 800 Meter gebraucht von Hobby. Eine Bobbel. Das ist ein schönes großes Tuch, man kann sich schön drin einwickeln, aber wer ein richtig großes Tuch haben möchte, sollte schon 1000 Meter für verwenden. Ist auch egal, ob ihr 1000 Meter, ob ihr vierfädig oder dreifädig arbeitet, das ist völlig egal. Und dadurch, dass ich noch was übrig hatte, bin ich hier oben auch wieder lang mit meinen Stäbchen, mit meinen festen Maschen nochmal lang gegangen und habe nochmal so eine kleine Abschlusskante gehäkelt. Das mache ich ja in letzter Zeit relativ gerne und ja, genau. So, wie immer, ich zeige euch erstmal alle Reihen. Es sind insgesamt 11 Reihen, die wir jetzt zusammen häkeln. Und dann wiederholt ihr Reihe 2 bis 11 immer alleine und ihr kriegt wieder die Häkelschrift zum Schluss des Videos. Jetzt gucken wir erstmal, wie wir anfangen. Ich fange mit einem ganz normalen Baumwollgarn an. Das hier ist zum Beispiel die Belle von Drops Design. Ihr könnt aber auch jedes andere Garn benutzen, was ihr wollt. Ihr müsst auch keinen Farbverlauf benutzen. Ihr könnt auch ein ganz anderes Garn verwenden. Nur müsst ihr wissen, umso dicker das Garn, umso größer wird das Tuch relativ schnell und umso weniger Lauflänge braucht ihr natürlich, ne? So, ihr habt schon gesehen, ich habe ganz einfach mit meiner Schlinge angefangen und habe hier die erste Schlinge auf der Nadel. Mache wieder drei Luftmaschen. 1, 2, 3. Gehe in die erste Schlinge, die ich gehäkelt habe, hole mir den Faden und mache eine Kettmasche. So, das ist das allererste, was wir machen. Und dann beginnen wir mit Reihe 1 und da machen wir 4 Luftmaschen. Also 1, 2, 3, 4, Faden holen. Jetzt arbeiten wir insgesamt erstmal 5 Stäbchen in diesen Ring hinein. Also 5 Stäbchen in diesen Ring hinein. 1, 2, 3, 4, 5. So, das ist unsere erste Seite von unserem Tuch. Und jetzt kommt die Spitze. Dafür brauchen wir 2 Luftmaschen. 1, 2. Jetzt gehen wir wieder auf die andere Seite hoch. Das heißt, wir brauchen wieder 5 Stäbchen erstmal. 1, 2, 3, 4 und 5. So, dann arbeiten wir eine Luftmasche und noch ein Stäbchen. So sieht das Ganze jetzt aus. So, Achtung, nächste Reihe. Wir beginnen wieder mit unseren 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Wenden unsere Arbeit. Irgendwie komme ich hier nicht zurecht. Ich lege es mal dahin. Also, wir wenden unsere Arbeit
und arbeiten jetzt in diesen Zwischenraum, wo die Luftmasche ist, arbeiten wir mit zwei Stäbchen rein. Die arbeiten wir immer, das sind unsere Zunahmen. So, und jetzt Achtung, jetzt machen wir abwechselnd ein hinteres und ein vorderes Relief-Stäbchen. Also hinten lang. Ich komme ein bisschen euch entgegen. Natürlich, dann klappt das wieder bei mir nicht. Also hinten lang, Faden holen und ganz normal ein Stäbchen machen. So, das Ganze vorne lang, ganz normal Faden holen und ein Stäbchen machen. Hinten lang, Faden holen, Stäbchen. Vorne, Faden holen, Stäbchen. Hinten, Faden holen und Stäbchen. So sieht das denn aus. Ich hoffe, ich war jetzt in der Kamera, aber wir machen das Ganze ja gleich auf der Rücktour nochmal. Die Spitze arbeiten wir mit zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und nochmal zwei Stäbchen. Das arbeiten wir auch immer so. In jeder Runde werden immer in diesen zwei Luftmaschen der Vorrunde zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen gearbeitet. Genau, und jetzt gucken wir, jetzt haben wir hier aufgehört mit den hinteren, also fangen wir hier auch mit den hinteren wieder an. Hinteres, vorderes, hinteres, vorderes, hinteres. So sieht die Reihe fertig aus. Hier in den Zwischenraum arbeiten wir wieder zwei Stäbchen. Eine Luftmasche und ein Stäbchen. Wollen Sie mal ein bisschen zurechtrücken. So. Reihe Nummer 2. Reihe Nummer 3 wird wieder ganz einfach. Wir machen wieder 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Wenden unsere Arbeit. Beginnen wieder mit unseren 2 Zunahmen, also 2 Stäbchen. 1, 2. Und jetzt arbeiten wir in jede Masche. Das ist meine erste Masche. Das da arbeite ich jetzt ein Stäbchen in jede Masche. Und das mache ich bis zu den 2 Luftmaschen. Und in den 2 Luftmaschen arbeite ich wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. So, und jetzt gehen wir die ganze Strecke wieder zurück. Immer ein Stäbchen pro Masche. Hier oben sehen wir uns gleich wieder. Gut, hier oben in diesem Zwischenraum arbeite ich 2 Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen. So, Runde Nummer 3. Für Runde Nummer 4 wiederholen wir Runde Nummer 2, also das heißt wieder 4 Luftmaschen, Arbeit wenden, hier in den Zwischenraum wieder 2 Stäbchen und jetzt machen wir wieder ein hinteres, ein vorderes, ein hinteres, ein vorderes,
Reliefstäbchen. So, wie gesagt, wir wiederholen Runde 2. Das heißt, wir machen das jetzt bis zu den 2 Luftmaschen. Dann machen wir die Ecke und dann arbeiten wir wieder ein hinteres und ein vorderes Reliefstäbchen. Ich mache das mal schnell bis zur Ecke. So, da oben angekommen in der Ecke machen wir wieder 2 Stäbchen. 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. So, jetzt haben wir hier geendet mit den hinteren, also fangen wir hier auch wieder mit den hinteren an. Vorderes, hinteres. Und das macht ihr wieder bis zum Schluss und dann sehen wir uns zum Abschluss gleich wieder. Hinten beim Ende kommen wieder 2 Stäbchen. Eine Luftmasche und ein Stäbchen. So, sieht das Ganze denn aus erstmal? Und jetzt geht's weiter mit Runde Nummer 5. Da wiederholen wir Runde Nummer 3. Das heißt, wir machen wieder 4 Luftmaschen, wenden unsere Arbeit und arbeiten genauso wie in Runde 3 unsere 2 Stäbchen erstmal und dann in jede Masche ein Stäbchen. Bis zu den 2 Luftmaschen, da arbeiten wir wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, dann wieder hoch. In jede Masche ein Stäbchen. In den letzten Zwischenraum arbeiten wir wieder 2 Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. So. Nur Runde Nummer 5. Beendet haben, kommt jetzt Runde Nummer 6 und da arbeiten wir vier Luftmaschen und 2 Stäbchen und nun arbeiten wir vordere Reliefstäbchen, das heißt einfach nur hier vorne einstechen unter den Stäbchen entlang und das machen wir die ganze Reihe entlang bis zu den 2 Luftmaschen, da arbeiten wir wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen und dann arbeiten wir wieder vordere Reliefstäbchen bis zu der letzten Lücke, da arbeiten wir wieder 2 Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Aber das zeige ich euch gleich nochmal.
Gut. Runde Nummer 6 haben wir damit auch beendet. Und mit Runde Nummer 7 wiederholen wir wieder Runde Nummer 3 und Nummer 5. Also wir machen wieder nur Stäbchen. 2, 3, 4. Arbeit wenden. 2 Stäbchen in den Zwischenraum. Und jetzt in jede Masche ein Stäbchen arbeiten. Das machen wir wieder wie bei Runde 3 und Runde 5 bis zu den 2 Luftmaschen. Da arbeiten wir 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Dann wieder in jede Masche ein Stäbchen arbeiten bis nach oben zum letzten Zwischenraum. Da arbeiten wir 2 Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Gut, jetzt kommt Runde Nummer 8. Runde Nummer 8 ist diese Runde mit unseren kleinen Bobbelchen, die wir häkeln. Wir machen 4 Luftmaschen, wenden unsere Arbeit, machen unsere ganz normalen 2 Anfangsstäbchen und jetzt überspringen wir die erste Masche. Die überspringen wir. In die zweite gehen wir rein und machen ein Stäbchen. Und jetzt gehen wir immer neben dem Faden und gehen immer in die übersprungene Masche rein, holen den Faden und das Ganze machen wir 5-mal. Also 1, 2, 3, 4, 5. So. So sieht das denn ganz aus, wenn wir das auf den Nadeln haben. Und das maschen wir alles zusammen ab. Und machen eine Angstluftmasche. Die vergessen wir aber nachher wieder. Die gehört nicht zum Muster. Genau. So, weiter geht's. Noch einmal. Eine Masche überspringen, in die nächste hinein. Ein Stäbchen. So, jetzt 1. 2, 3, 4 und die fünfte. So, das Ganze wieder zusammen abmaschen. Eine Angstluftmasche und nochmal das Ganze. Eine Masche überspringen, ein Stäbchen, Faden, 1, 2, 3, 4 und 5. Alles abmaschen und eine Luftmasche. So, nochmal im Stillen. Gut, das wiederholen wir, bis wir hier bei den 2 Luftmaschen angekommen sind. So, meine erste Reihe beendet. Das heißt, hier bleibt eine Masche übrig. Da machen wir einfach nur ein Stäbchen rein. Und jetzt ist die Reihe beendet. In die Mitte kommen 2 Stäbchen wieder. 2 Luftmaschen. Und 2 Stäbchen. So, ein Stäbchen zu Beginn, weil wir haben damit 1 geendet, also fangen wir hier mit einem neuen an. Und jetzt überspringen wir wieder eine Masche und arbeiten ein Stäbchen in die nächste. Und wieder unsere 5 Fäden holen. 1, 2, 3, 4, 5. Eine Luftmasche
Und das Ganze wiederholen wir wieder bis nach da ganz oben. Okay, meine Reihe beendet. Und seht ihr, das meinte ich mit den Bobbelmaschen. Das sieht eigentlich voll cool aus, wenn man das als Abschluss hat. Aber wir machen weiter. Und zwar mit Reihe Nummer 9. Reihe Nummer 9 wiederholen wir einmal Reihe Nummer 7, 5 und 3, also sprich nur Stäbchen. Wir fangen an mit unseren 4 Luftmaschen, wenden unsere Arbeit und machen hier in den Zwischenraum wieder unsere 2 Stäbchen. So, dann kommen hier in der Vorrunde diese 2 Stäbchen, da machen wir auch 2 Stäbchen rein. So, und jetzt wird es ein bisschen interessant, dafür, weil wir ja hier eine Luftmasche haben, die wir ja überspringen wollen und wir hier immer nur 2 Maschen haben, also einmal das Stäbchen, einmal die Bobbel, machen wir auch bloß 2 Maschen und das machen wir gleich hier vorne in dieser Lücke drin, die hier ist, da machen wir 2 Stäbchen rein. Ja, hier ist ja diese Lücke von der Bobbelmasche. Da machen wir immer 2 Stäbchen einfach rein. So. Das Ganze arbeiten wir bis zur Spitze, bis zu den 2 Luftmaschen. Und dann zeige ich euch gleich, wie es noch weitergeht. Genau. Nämlich komme ich jetzt hier an und hier hatten wir ja in der Vorrunde ein Stäbchen und die 2 Zunahmen. Und wir machen in den ein Stäbchen unser Stäbchen. Auch nur. Und dann die 2 Zunahmen ganz normal und dann kommt ganz normal die Spitze mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. So, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. So, und die andere Seite wieder hoch arbeiten wir genauso, wie wir hier geendet haben. Machen wir erstmal für die 2 Zunahmen 2 Stäbchen. Für den einzelnen ein Stäbchen. Und dann kommt für die Bobbelmasche und für das Stäbchen, was hier ist, Bobbelmasche, Stäbchen, wieder 2 Stäbchen in diesen Zwischenraum. Ihr könnt euch da irgendwo einen Zwischenraum suchen. Ihr müsst da nicht genau da arbeiten, wo ich das mache. Hauptsache, es sind 2 Stäbchen. Okay, das machen wir bis oben hin wieder fertig. Okay, kurz vorm Ende kommen hier noch unsere 2 Stäbchen wieder. Dann machen wir auch wieder 2 Stäbchen. So, dann kommt nochmal unsere Zunahme mit jeweils 2 Stäbchen und eine Luftmasche und ein Stäbchen. So, damit haben wir die Reihe Nummer 9 auch beendet und starten sofort auch mit Reihe Nummer 10 durch, weil das auch wieder bloß eine Wiederholungsrunde ist. Und zwar wiederholen wir Runde 6. 6. Wir wiederholen Runde 6. Nämlich mit den vorderen Reliefstäbchen erstmal unsere 4 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Und dann arbeiten wir unsere vorderen Reliefstäbchen. Genau, das machen wir jetzt mal die Reihe fort, bis wir bei den 2 Luftmaschen angekommen sind. Bei den 2 Luftmaschen arbeiten wir wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, dann wieder vordere Reliefstäbchen,
Und in den letzten Zwischenraum arbeiten wir wieder zwei Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Genau. So, nun kommen wir zur letzten Runde. Das heißt, wieder vier Luftmaschen, Arbeit wenden. Und jetzt wiederholen wir die Runde von eben. Wir machen nämlich bei Runde 11 auch wieder nur Stäbchen. Also vier Luftmaschen, zwei Stäbchen in den Zwischenraum und jetzt nur Stäbchen in jede Masche bis zu den zwei Luftmaschen. Und ihr wisst, da kommen zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen rein. Dann die ganzen Stäbchen wieder nach oben und da arbeitet ihr in den letzten Zwischenraum zwei Stäbchen, eine Luftmasche und zwei Stäbchen. Und dann haben wir die letzte Reihe auch beendet. Genau. So. So, da ist das fertige Stück jetzt, was wir zusammen gehäkelt haben. Und jetzt würde quasi ab Runde 2 sich wieder alles wiederholen. Ich habe nochmal das Jägeschrift für euch, die ihr euch rauskopieren könnt. Zur Not gibt es die schriftliche Anleitung auch in meinem Etsy-Shop. Da habt ihr alles nochmal schriftlich und diese Häkelschrift nochmal komplett. Und ihr seht, ab Reihe 2 mit den vorderen und hinteren Reliefstäbchen würde es jetzt weitergehen. Genau. So, ihr Lieben, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß wieder beim Nacharbeiten. Ich freue mich wie immer über Bilder auf Instagram oder auf meiner Facebook-Gruppe. Schaut doch mal vorbei bei Katrinchen, Häkeln mit Katrinchen Kirschblüte heißt unsere Gruppe da. Ja, da sind alle recht herzlich eingeladen oder ihr lasst einen Hashtag Katrinchen Kirschblüte auf Instagram da, dann sehe ich das meistens auch. Beziehungsweise könnt ihr mich auch direkt drunter verlinken unter dem Bild mit einem Hashtag. Genau. Gut, ihr Lieben, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Freue mich wie immer über Däumchen, Kommentare und Abos. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Video. Macht's gut!